Jojo Leute, Armin immer fresh am Start. Herzlich willkommen zu dem Titelsong von Fero 47. Der nennt sich natürlich 47. Und wir haben euch wie immer die Outfits rausgesucht. Alle auf jeden Fall in meinen Augen eins der krassen Lieder von Fero bisher. Kann man sich streiten, ja? Ja, war auch krass. Puerto Rico war krass. Ich finde, das haut komplett rein. Wir können auch direkt mit seiner Jacke starten. Ist auch tatsächlich ein Piece, was wir in unserem Winterjackenvideo vorgestellt haben. Und kurz danach trägt Fero. Könnte Zufall sein. Auf jeden Fall Winterjackenvideo, wenn ihr hier oben aufs i klickt. Abchecken, wenn ihr eine frische Winterjacke braucht. Sehr abgespacedes Piece, wortwörtlich. Kostet 260 Euro. Gibt es nur noch in Größe S und XXL. Der Link ist in der Beschreibung. Für weitere Shops, checkt einfach auf immerfresh.de. Da findet ihr noch weitere Shops mit mehr Größen. Komplett krass. Vor allem auch jetzt in der Hook, wo er nochmal ausrastet. Das erinnert mich auch an diesen Style, den Capi und Samra immer fahren in den Hooks. Unter anderem Huracan. Huracan Outfit Reaction hier oben abchecken, aufs i klicken. Und so, dass die erste Hook erstmal ein bisschen aufbaut und dann ballert's rein. Holt mich komplett ab, persönlich. Wie geht's euch? Wie findet ihr eigentlich den Song? Schreibt's mal in die Kommentare. Kommen wir jetzt zum Adidas-Anzug von Fero. Sehr viele von euch haben danach gefragt. Ist auch noch in den meisten Größen zu haben. Die Jacke nennt sich PT3 Lascu. Und kostet 180 Euro. Sieht auf jeden Fall enorm cool aus. Das Adidas-Logo ist auch hier oben angebracht. So olivschwarz. Sie ist gefüttert und kommt mit einem innovativen Feature. Weil die Isolationsschicht, die kannst du rausmachen aus der Jacke und sie in deine Tasche verstauen. Dann kannst du sie zu kälterem und zu wärmerem Wetter tragen. Zu krass. Und wer die passende Hose abchecken will, die kostet 140 Euro, hat das gleiche Feature. Die Links sind in der Beschreibung. Zack, Alter, bevor der Part losgeht. Da merkt man übrigens auch, dass Fero gut throwen kann. Zu seiner Hose. Ist eine D-Squared Jeans, die auch im Rap-Game derzeit sehr beliebt ist. Ich muss sagen, ich feiere auch die Designs. Die ist auch nicht nur distressed, sondern hat auch diese Paint-Splatter. So ein Modell bekommt ihr für 460 Euro bei Luisa. Verlinken wir euch mal, wenn es bei euch läuft. Inshallah. Der Beat ballert halt auch echt gut rein. Und gibt eine gute Vorlage, dass Fero darauf bombardieren kann. Kommen wir zu seiner Sonnenbrille. Ist auf jeden Fall eine Ray-Ban. In Clubmaster-Style mit Doppelbrücke. Wir haben es tatsächlich nirgendwo gefunden. Ist entweder eine ganz alte Kollektion oder nie erschienen. Das Einzige, was es derzeit in dem Stil gibt, ist dieses Modell. Aber auch nice mit Doppelbrücke und eben Clubmaster. Ihr bekommt auch eine kleine Farbauswahl, wer es abchecken will. Ansonsten gibt es dazu auch eine coole Alternative für 17 Euro. Auch sehr gut bewertet, wer diesen Clubmaster-Style feiert. Und falls jemand von euch das exakte Modell von Fero kennt, schickt uns gerne eine DM per Instagram mit Link. Wir heißen immerfresh.de. Falls ihr echt jemand finden sollte und er der Erste ist, Hack ist auf jeden Fall garantiert. Bevor wir hier zu seinem blauen Tracksuit kommen, Sneaker und Socken. Sneaker sind die Adidas U-Path, wurden auch unter anderem von Mero und Brado in Ole Ole getragen. Da haben sie in All White getragen. Outfit Reaction, hier oben aufs i klicken, abchecken. Wir kriegen auch sehr oft Anfragen zu, hey, was sind eigentlich coole Sneaker, die bequem sind und unter 100 Euro. Da ist der auf jeden Fall mit dabei. Auch wenn ihr bei den Größen ein bisschen rumspielt, noch günstiger. Zum Beispiel hier 42, kostet 75 Euro. Also wirklich preiswert und das ist auch die exakte Farbe von Fero. Dazu trägt ihr die Adidas Crew Socken, die kann man gut rocken. Besitze ich auch selber. Hier zum Beispiel für ca. 17 Euro. Gibt's auf jeden Fall auch in schwarz. Das sieht übrigens aus wie Dortmund Hörde. Dank an dem Bruder Legacy Nexus auf Insta. Der hat uns bei diesem Turm darauf hingewiesen. Da habe ich es nicht direkt erkannt. Aber ich war noch nicht bei meinem Bruder Alex tatsächlich in Hörde zu Besuch. Und der wohnt da im Zentrum. Und das sieht echt so aus. An alle Dortmunder Leute, schreibt mal in die Kommentare, macht eine Welle für Dortmund. Und an alle anderen, schreibt mal eure Chat in die Kommentare. Ich bin gespannt, wo wir alle herkommen. So, Clemens und ich kommen aus Berlin. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, Clemens aus Leipzig. Ihr wisst Bescheid, weiter geht's. Wow, wow, die Bridge ist auch Killer. Und ich finde, wie er dieses Regeln ausspricht. Das erinnert mich an, ich weiß nicht, an irgendeinen Track oder sowas, aber das klingt halt mörderkrass. Zack, hier auf jeden Fall auch ein interessantes Piece. 47. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es dieses T-Shirt in der Box gibt. Vielleicht, wenn das Video rauskommt, hat Fero schon angekündigt. Aber es wird wahrscheinlich ein Boxinhalt sein. Okay, und an der Stelle auch, bevor wir es auch vergessen. Wer die Box noch nicht vorbestellt hat, kommt am 13. Dezember
und wird 50 Euro kosten. Der Link ist in der Beschreibung. Ferros erstes Album. Wir sind gespannt auf die weiteren Tracks, Boxinhalte und Features. Hier an seinem Handgelenk zu erkennen, genauso wie in Schau mich an, die Rolex Submariner mit 10.000 Dollar circa. Eine von den erschwinglicheren Rolex, falls man das bei Rolex überhaupt sagen kann. Dazu gibt es auch die Alternative von Invicta, wer den Submariner-Style feiert und wenn er Geld ausgeben möchte. Sehr solide Uhr, 145 Euro. Und wer sich für die Outfits aus Schau mich an interessiert, verlinken wir euch am Ende. Schaut es an. Audi S6 brennt neue Stadt ab, Geller war nicht mal die Nase vom Schild an, brachte bis in der Dizi, dann mein Jock und alle waren dran, ich geil! Der obligatorische Kick in die Kamera dürfte natürlich nicht fehlen. Und hier in der vorigen Szene haben wir seinen Adidas Tracksuit gesehen. Auch ein sehr cooles Piece aus der neuen Vocal-Kollektion. Die Jacke ist sogar reduziert von 85 auf 64 Euro. Falls eure Größe nicht am Start sein sollte, findet ihr weitere Shops auf www.immerfresh.de. Und die passende Hose für 57 Euro. Auch reduziert. Kleiner Adidas-Pick an der Stelle, ebenfalls aus der Adidas Raise Your Voice bzw. Vocal-Kollektion, die Windbreaker, die auch von King Khalil Oleksesh getragen wurde. Finde ich farblich und mit den Tapes übelst geil, kostet ca. 100 Euro. Verlinken wir euch ebenfalls, wer es feiert. By the way, das ist hier gerade in Berlin, ne? Also er war in Dortmund und in Berlin, anscheinend. Hier ganz klar erkennbar die Nike Air Max 97. Wer die aktuellen Modelle von dem Sneaker abchecken möchte, Link ist in der Beschreibung. Gibt es in verschiedenen Farben und wenn ihr runterscrollt, findet ihr auch den Link, wo ihr den euch personalisieren könnt in eurer favorisierten Farbe. Ebenfalls sehr nice. Pow, Alter, jetzt zeigt ihr eine Goldplatte, die eigentlich keine Goldplatte richtig ist, in die Kamera. Und sagt Alhamdulillah, seid ihr gegönnt. An der Stelle, wenn ihr das Video gefeiert habt, abonnieren, Glocke aktivieren, checkt auch unseren Telegram-Newsletter ab. Wenn ihr immer über die neuesten Streetwear-News Bescheid wissen wollt, Link ist in der Beschreibung. Ansonsten macht euch einen freshen Tag. Bis gleich im nächsten Video. Peace!